mich bedeutet Digitalisierung Zugang zu vielen Sachen, aber auch Ablenkung von vielen anderen Sachen. Fortschritt. Ein einfaches Leben. Technische Geräte. Eigentlich ein papierloses Schaffen. Ich bin ganz altmodisch. Kein Handy, kein Computer und ich komme gut durchs Leben so. Alles geht viel schneller, alles ist viel einfacher, alles ist viel praktischer. Fortschritt und ein Zeichen der Globalisierung. Für mich so wie Handy, Computer, all das Zeug da, genau. Das Elektronische. Das Leben komplizierter machen, zum Teil auch, ja. Wissen Sie was, das hätten Sie mich vor 20 Jahren fragen sollen, ich bin 46, ich kann nicht mehr richtig mit meinem Handy umgehen. Wenn Sie an Ihre persönliche Gesundheit denken, was erwarten Sie von der Digitalisierung? Ich glaube nicht, dass die Digitalisierung mir hilft. Also wenn es das gar nicht gäbe, wie sieht denn die Welt überhaupt aus jetzt? Bezüglich Gesundheit sehe ich weder Vorteile noch Nachteile. Ich glaube nicht, dass das viel Nutzen bringt oder so. Ich kann sehr viele Sachen nachforschen. Das ist die Zukunft von der Medizin. Es wäre natürlich super, wenn man zum Beispiel Krebs heilen könnte. Und was sind Ihre Ängste? Also man muss sicher schauen, dass man die Digitalisierung in einem vernünftigen Mass behält. Dass man irgendwie gleich einmal in die Natur geht. Ich glaube, das ist das Beste für die Gesundheit, sich zu bewegen und so. Also mir macht es nicht Angst. Ich schaue einfach, dass ich meine Sachen geheim behalten kann. Was ist in 25 Jahren, wenn es so schnell vorwärts geht? Terminator. Datenschutz. Datenschutz, dass meine Daten, die hinterlegt sind, auch sicher sind. Langzeitfolgen, die einfach nicht so bekannt sind, gerade im Zusammenhang mit Strahlung und so, wo man nicht so recht weiss, ob das einen Einfluss hat oder nicht. Das ist die Zukunft. Und wenn man sich dagegen wehrt, dann geht die Welt nicht mehr vorwärts.